Thomas hat heute eigentlich was Gutes vorgeführt. Bei mir nee, hat, gar nicht. Wurde gleich nein, geframed. Ich nein, war mal. noch keine zwei Minuten hier, wurde ich schon wieder ich will, geframed ich von Ich wollte dir gerade ein auch Kompliment auch, machen, aber wenn du jetzt... Ein Kompliment? Du, ja, wirklich Na, mal. Hör ich mal. da. da höre ich mal genau hin. Jetzt. Ja, jetzt überleg ich es mir nochmal. Wenn ja, du mich hier willst. Alter, willst du mich fronten oder was? Ja, komm. Fuck mich nicht ab, direkt Geh, ich am in Anfang. Hab. Gib Kompliment. Sollst mich nicht abfucken am Anfang. Also, es ist so, dass äh, eigentlich fand ich es nämlich gut und ich werde darauf reingefallen, weil ähm, wir haben heute so ein bisschen so glaube, Zeit, das ist kein Zeitgedöns und so und dann äh, habe ich äh, gefragt, was auch, äh, fand ich auch in der Nachricht, in der Anfrage heute Morgen um so halb neun oder so. Ähm, habe ich schon äh, reingeschrieben? Wenn nicht, egal, weil ist ja spontan. Können wir vielleicht eine Viertelstunde früher? Weil äh, so. Und dann äh, haben alle gesagt: oh, Ja, mal sehen so. Und ich habe extra äh, die Haare nicht geföhnt, Klaas. Bin ja, dann sofort ins Auto das sieht los. sieht Du hast aber richtig du hast Haare und Seiten auf null. Ja, ja, ich war im Friseur. Ja. ja, sieht gut aus. Danke. Und dann war das so, dass dann um zur normal vereinbarten Uhrzeit dann äh, Schmidt gekommen ist. Ja. Aber und das finde ich irgendwie höflich. Ich finde das ein Akt der das Höflichkeit, ja. das dass du so getan hast, als wärst du völlig außer Atem und hättest sonst was äh, getan dafür, dass du hierher kommst, um mir zu zeigen, ich nehme deine Anfrage ernst. Ich heißt, finde, das hast heißt, du sehr gut gespielt, Schmidti. Ja. Also das hast du richtig mit dem ganzen, der ganze Körper hat gesagt. Hui, hu, ha. Ich so, habe ne? mir Mühe gegeben. Ja. Ja. Zwei Minuten nach der ursprünglichen Zeit. Ja, ja, ja. Also nicht nach der, nach der ich gefragt hatte, genau. sondern nach der. Na, na so, normale Zeit. Und äh, Gut, das hat nicht geklappt, weil du <laughs> hast, hattest einen guten Grund. Du hast nämlich gesagt, du sitzt noch im Garten und trinkst Kaffee. Richtig. Wie soll das gehen? Das <laughs> so, habe ich und, mich auch gefragt, Schmidti. Ähm, ob, also bist du jetzt in, einem, in einer Lebensphase, wo man einfach immer die Wahrheit sagt und wo man nicht mehr sich gute Lügen ausdenkt? Ist das, hat das auch was mit dem neuen schmidt Schmidti 2.0 zu tun? Das weil es ist ja so, wenn jemand so bittet, auch vor allen Dingen, es war ja nicht so, ich muss dann noch eine Boutique eröffnen, sondern ich habe so Zahnschmerzen, ich muss zum Zahnarzt, der muss da dringend rein, ich habe da so einen Slot und wenn wir früher anfangen, wäre es cool. Und dann sagst du, ja, geht, aber nicht, weil ich ähm, trinke noch Kaffee im Garten. Ja, <laughs> Ähm nein, äh, äh, Klaas, tut mir leid, dass äh, du kannst deine lebenserhaltende OP nicht machen, weil ich bin nur auf dem Sofa. Ich gucke King of Queens. <laughs> Geht leider nicht. Also ich verstehe die, ich verstehe das Amüsement, ja. das hier herrscht. Ne? Aber ähm es ist ja so. Ja, ich wurde von, äh, von Folge 1 dieses Podcasts beschissen, <laughs> was die Anfangszeit angeht. Wieso? Ja. Da haben wir irgendwann mal ge ich hab gesagt, ich habe gesagt, Leute, mein Gehirn ist, es, ja. ist erst ab 12 Uhr, ist das irgendwie ja. wirklich fähig. <laughs> Erstmal, bevor ich nicht, da passiert hier gar nichts. So, nee, es passiert ja was? Es passiert nämlich seit 300 Folgen, passiert irgendwie mitten in der Nacht aufstehen, ja. Wecker klingelt, dann muss man hier hin. <laughs> so, Nacht, ich habe ja. mich damit arrangiert, ja. aber Dankeschön. indem ich das minutiös durchtakte morgens. Ach so. Das ist alles, das klappt nur, ich, ich sitze nur hier. Weil mhm. alles wie geplant abläuft. Und, Und du uns du deine Morgenroutine willst du uns dann mal durchführen? Ja, ich stehe auf. Ja. Mhm. Mach mal einen Kaffee. Ne, man, man, ganz entscheidend ja. äh, an, an, an allem letztendlich, ja. ne, was man so im Leben macht, ja. ist ja immer wann. Ja. Ich, ich weiß auch, worauf das hinausläuft, nämlich, ihr wollt euer beschissenes Scheißleben, wo ihr morgens um fünf aus dem Bett äh, klettern müsst. Ne? Müsst ihr, wollt ihr jetzt irgendwie so. Naja, gut. Also, ich lebe noch. Und ich schlafe ja. dann bis 8 Uhr, da klingelt der Wecker, ho, ho, ho. dann drücke ich noch zweimal auf Snooze, dann ja. ist es so 8 Uhr ja. Dann stehe ich auf, dann hole ich mir mache ich einen Espresso, da war aber schon die erste Scheiße, weil mein Wasserboiler ist nicht heiß geworden. Einen muss Wasserboiler? Kippen. Ja, hat jeder, der eine Espressomaschine hat. In Ach so. der Maschine? Achso, ich dachte in, ja. der, in, der, in, der, halt so. in der Dusche. Und ähm, das war schon mal Stress, da musste ich hier mit Jonathan aus unserem Café korrespondieren ja. heute Morgen schon. Sicherung raus? Weiß ich nicht. Ah, Jetzt ja. muss ich da jemanden truen. Ist das, weil, also das hatten wir früher in unserem alten Schrotthaus, wo ich mal als Kind gewohnt habe, ja. dass man immer gucken musste, ob da so eine kleine Flamme an ist. Oh, ja, weil, das kenne ich auch noch. So einen sonst, Spoiler, äh, ja. ja. sonst mhm. hat man einfach nicht äh, warmes Wasser bekommen. Ja. Und das hast du in der Kaffeemaschine. Das, es macht keinen Dampf mehr. Ja, okay. Das ist ja. irgendwie Shit. Manchmal so. geht die Sicherung raus. Die und kann dann, dann gehe dann so ich raus und setze mich auf den, auf den, äh, in den Garten, exakt so wie Pablo Escobar gegen Ende. <laughs> so, und <laughs> die, an, die, an dem Punkt habe ich die auf, SMS gekriegt, ich soll irgendwie in zehn Minuten im Büro sein. Und bald, dann muss, man sich, nicht hin, ne? und bald muss man sich vorstellen: dann sitzt, sitzt du so wie Pablo Escobar im Garten. Mhm. Auf dieser Hollywood-Schaukel, mhm. aber mit Apple Vision Pro. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Dann ja. Ja. Und dann kannst du dir äh, praktisch Minuten genau anschauen, wann man hätte losgehen müssen. Ja, das ist, das ist so ein Ding, da wollte ich sowieso mit euch drüber reden, weil genau, ich muss also später zum Zahnarzt. Ich ähm, lenke mich jetzt einfach ab. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich äh, letzte Woche beim Zahnarzt war und ich habe mir einen Weisheitszahn rausnehmen lassen müssen. Ja. Und ähm, der, der sitzt da, wo Weisheitszähne sitzen, ne? irgendwo da hinten. Fast im Gehirn. Fast ne? im Gehirn, ja. genau. Es ist so kurz vor Lobotomie, äh, dreht er sich dann da so rein. Und irgendwann kommt er so raus und sagt: mhm. guck, guck, mich gibt's auch noch. Und dann kann man den aber nicht so richtig bearbeiten wie alle anderen Zähne. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, wenn man jetzt nicht dann irgendwann zum Zahnarzt geht, dann entwickelt sich da eine Stinkbombe. Die, äh, oh die irgendwann vom THW da rausgeholt werden muss. Ja, okay. ne, wo der Zahnarzt da nichts mehr machen kann. Ja. Und das will ich nicht tun, ja. sondern ich möchte sowas nicht im Mund haben. Ja. Und deswegen sage ich sofort hier, Kuckuck, da kommt was, was da nicht hingehört. Bitte rausmachen. Das finde ich, möchte ich kurz loben, Klaas. Ich finde, mit allen medizinischen Sachen bist du, wie man in München sagt, hands on. Also du bist ein praktischer <laughs> Typ. Finde ich aber wirklich. Du merkst so ein sieben und dann gehst du da eiskalt zum Arzt, wie ein normaler Mensch, dann schneidet der das weg, wie ein normaler Mensch und dann ist das erledigt. Du bist da ja, so also richtig hier praktisch. Er hat eine verfaulte Stinkefresse. Und du nein, er dafür, macht das doch sagt, vorher. Ich drohte ihn. Um Gottes Willen, meinst du, das, das, ist wird doch das, schlimmste. Schlimmste. das ist doch das Schlimmste. Das würden wir machen, Schmidt. Ja. Aber er geht da so richtig wie ein Baumarkt, zack, Glühbirne rein, fertig. Ja, genau. Und dann habe ich ne? auch zu dem gesagt: äh, und Dann macht man so ein 3D-Ding und dann sieht man erstmal, wie groß das Teil ist. Und dann siehst du, dass die wirklich Das sind da so Überbleibsel, wo einfach die Evolution gedacht hat: Ja, das machen wir später. Weil wir stammen ja vom Dinosaurier ab und dann sind das noch die Zähne. Ne? <laughs> da sind so die Dinosaurierzähne, ne? ja, oder ja. vom Schwein. Ja. Das sind Hauer, die man da noch drin hat. Und die sitzen tief da drin. Und da hat einfach der liebe Gott gesagt: Ich habe jetzt andere Sorgen, ja. jetzt lass sie da drin und da kümmern wir uns drum, wenn die äh, stören. Und die hat er in uns vergessen. Ja, ich kann auch nicht, genau, ich kann auch nicht jetzt nicht um alles kümmern. Ja. Könnt ihr mal, bei dem einen geht's gut, beim anderen nicht. Und meine Güte hier, ich gebe euch äh, propofol, regelt das alleine. Und, äh, und nicht mal auch, das, das muss man selbst erfinden, ne? Naja, oder? Also, wie ja. ging das in der, in, der, in der Steinzeit und so? Ja. Durch, nämlich Schmerzhypnose, habt ihr das mitbekommen? Es gibt einen Typen, der hatte das, ich muss das kurz ein. Ich ja. erzähle gleich die andere Krankheitsgeschichte ja. weiter, aber jetzt muss ich bei der bleiben. Da gab es einen Typen, der hatte irgendwelche Metallplatten im Fuß, im Knöchel. Und der ist dann in das Krankenhaus gegangen und hat gesagt, er will das wieder raus haben, das stört ihn alles und so. Klimpert so. Äh, ja, keine Ahnung. Beim Steppenstürz. Piept, piept am Flughafen. <laughs> ja. Ich will das wieder raus haben. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ist in Ordnung. Ja, er hat aber eine uralte Methode, die wurde irgendwie 1800 sonst was äh, entwickelt von irgendwem. Ähm, das ist eine Hypnose, er kann sich selber in Hypnose, in Trance versetzen, mhm. um dann keinen Schmerz zu empfinden. Das kam aus einer Zeit, in der eben klassische Schmerzmittel noch nicht so geläufig waren. Wo man nicht zur Apotheke konnte, sagen: Gib mal. Gab es nicht. Also hat irgendwer da sonst wer äh, erfunden, dass man sich selber in Hypnose bringen kann, um diese Schmerzwahrnehmung auszuschalten. Da kann man ja sagen, Hokuspokus oder so. Aber dieses Krankenhaus und auch die behandelnden Ärzte haben gesagt: Na, das wollen wir mal sehen. Die waren auch medizinisch interessiert, wahrscheinlich hatten dann aber auch schon die lokale Betäubung im Anschlag mhm. und hätten also jederzeit intervenieren können, OP abbrechen oder einfach da die richtige Betäubung reinschießen. Der Anästhesist war also Gewehr bei Fuß. Aber es ist nicht diese Technik, die ich bei Meetings mache. <laughs> Nein, das ist <laughs> also komplett taub. Nein, ist. Nein, das ist Schlafen. Das normale Schlafen. <laughs> okay, das. Okay. Und, äh, und dann ist es so, dass der dann selber sich in so einen Zustand bringt und er hat es wohl auch irgendwie geschafft, dass er auch. Anders als bei der ersten OP, das war in Deutschland im Krankenhaus. Auch die Ärzte, alle sehr erstaunt gewesen. Gab es auch Bilder davon. Mhm. Es gab Bilder, wie der so lag und so nachgedacht hat. Vielleicht hat er auch einfach nur, vielleicht kann er einfach nur sehr, sehr gut Schmerz nicht zeigen. <laughs> das kann auch sein. Ne? Aber der hat auch weniger geblutet, als echt? bei der OP, Na, wo sie alles reingeht. Der hat irgendwie das Blut auch nach innen gezogen, nämlich ich Ne. Ja. Boah, ist sehr erstaunlich. Irgendwie hat er das hingekriegt und das könnten wir doch mal üben. Also wenn, äh, es gibt ja auch diese Rauchentwöhnungshypnose-Typen da ja. und so. Also... Wenn, so ein, also wenn mein wenn Hypnotiseur mal hierher käme, mal zu Baywatch und uns irgendwo so mal äh, äh, so hypnotisieren kann, mhm. funktioniert das mit so, äh, mit so Typen wie uns? Wenn man so, so witzig drauf ist und trotzdem sagt, ich lasse mich drauf ein? Ja, wir müssen uns drauf einlassen. Also ja, ja ja es beides, geht beides, dass man wirklich. das irgendwie witzig findet und trotzdem das ernst nimmt. Ich Ohne. lass ja auch keinen in meinem Browserverlauf gucken. Da lasse ich doch nicht irgendeinen so Fremden da in meinem Oberstübchen da rumzaubern guckt kann, er sich da alles mal, an, der kann er mal drüber, drüber hypnotisieren. Nee, der soll sich da nicht alles angucken in hast du, hast Schrank. Hast du wirklich der Angst? Der soll meine Gedanken nicht auslesen, darum geht's, Klaas. Ach so. Der soll die nicht auslesen, die gehören mir. Hm. Aber hast du denn Angst, dass du dann unter Hypnose irgendwas ausplauderst? Ja, definitiv, ja. Wirklich? Ja. Da hast du Angst. Komplett, ja. Was hast du denn? Der hat keine Promi-Geheimnisse oder so von anderen Promis oder so, zum Beispiel. Nö, kann ich natürlich machen. Kann ich natürlich machen. Ich kann ja nichts dafür praktisch, ne? Das heißt, du nimmst das dann als, du nimmst das dann als Vorwand. Als Ausrede, ja. Achso, ja, ja. und dann, dann plauderst du alles genau. aus und sagst: Huh, wer bin Huch. ich? Ja. Welches Jahr schon ja, haben wir? Genau. Ist der Krieg Kling schon Kling. vorbei? Ja. 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 So, du musst zurück zur Geschichte A mit dem Zahn. Genau, und dann haben die. Was war das noch? Dann haben, ja, die, wir den, dann haben die den Zahn. Äh, also, und da habe ich erstmal gesagt: Vollnarkose, bitte, ne? So, weil das ja besser ist. Wegen dem Backenzahn. Das ist krass, Glas. Du, äh, du hast jetzt gerade die Geschichte ja? gewechselt, aber mit oh. einem Halbsatz einfach ja. weitergemacht. Finde ich auch erstaunt. Als ja. hättest du irgendwie Komma gesetzt vor <laughs> zehn Minuten ja. und jetzt führst du den Satz fertig. Ja, wieso? Man kann sich doch daran erinnern. Ich habe erzählt, <laughs> dass er jetzt keine hochkomplexe nee, Darstellung ist. Ich bin erstaunt. Das ja. Ist, äh... ja, also, mit hat der Zahnweh. Also, ja. Vollnarkose sind wir jetzt. Ja, habe ich gesagt, Vollnarkose. <laughs> und, dann, ähm, und dann kurz gesprungen. Als ich dann fertig war, habe ich dann zu dem gesagt: Wo ist der Zahn? Und dann äh, hat er gesagt, wie? Der ist im Müll. <laughs> gesagt, wie im Müll. Das ist doch mein Zahn. Kannst du ja dir einfach Müll schmeißen? Also, ich meine, klar. Ja, du bist auch nicht zwölf, ne? Der hat jetzt nicht gedacht, und hier ist er, der Bursche. <laughs> naja, aber so einen Zahn will man noch mal will sehen. Will man sehen, ja. Oder? Ah, ich weiß nicht. Das willst du nicht sehen. Bin also, ich. Schlumpf ich find's auch nee, der War der er, eklig? Ja, der hat ihn dann wieder aus dem Müll rausgeholt, weil ich den ja haben wollte. Ich hab den auch jetzt noch. Hast du den an, um eine Kette jetzt? <lacht> <lacht> genau. Ich habe den äh, jetzt, genau, jetzt habe ich den als so eine, wie so eine coole Männerkette. Weißt ja. du, diese, diese Ketten, die wir bekommen haben in Papua mit den Hundezähnen. Mhm. Ja. So ähnlich. <laughs> und, und das ist ein Ding, das ist so groß. Echt? Der ist so groß und so tief da drin. Krass, zeigt was, was circa sechs bis sieben Zentimeter lang Nein, ist. Nein, der ist so zwei Zentimeter. Okay, so, würde ich sagen. Also, okay. es ist, oder zweieinhalb vielleicht. Okay. Richtig lang. Gedacht. Und der sieht wirklich aus, als wäre der aus einer Zeit, wo wir, um zu überleben, weiß ich nicht, äh, Dämme bauen mussten und Holz durchbeißen oder so. Und ähm, warum hast du dich für die Vollnarkose entschieden? Aus zwei Gründen weil ich das nicht mitkriegen will und ja, weil ich ein würde ich auch Angstpatient machen. bin so genau da wollte ich mit euch gleich drüber reden ja. und weil ich möchte es überhaupt nicht verherrlichen aber weil auch Propofol eine witzige Sache ist und man kriegt äh, noch so ein äh, Fentanyl ähnliches Zeugs noch also das ist eine richtige Vollnarkose mhm. es gibt das Propofol das reicht meistens aber man kann auch noch so eine Mischung aus Propofol und Fentanyl Zeugs ah, ja. bekommen das heißt irgendwie noch so ein bisschen anders so und so Fentanyl Aha. Und äh, ja, und das ist ja irgendwie auch eine interessante Erfahrung. Ja, das, äh, was, hast, was hast du in der Zeit der OP geträumt? Oder also kann dich daran erinnern? Nee. Oder warst du so richtig so wie so ein Stein weg? Ja, ich finde, weil ich finde ja immer, das Schönste ist, abends im Bett zu liegen und äh, dann ist man müde. Und dann weiß man, oh, jetzt kann ich schön schlafen. Mhm. Denke ich noch so. Als letzten Gedanken ja. denke ich noch so, oh, jetzt schön, kann ich schön ja. einschlafen. Und dann, ja, wenn man man so müde ist, und dann weiß okay. ich, nach der ganzen Rumrutscherei äh, weiß ich, jetzt ist die perfekte Position. Jetzt muss ich nichts mehr machen. Jetzt habe ich da so, das so gefunden, wie ich gerne liegen mag. Und dann denke ich noch, weil ich ja grundsätzlich zufrieden bin mit mir und der Welt. Und dann bin ich in totaler Eintracht mit mir und dem, dem Drumherum und sage dann, jetzt schön schlafen. Und das finde ich einen tollen Moment, weil ich also gar nicht praktisch im Konflikt stehe mit irgendwas, sondern ich liege dann da und denke, ach, herrlich alles. Und dann schlafe ich ein. Und das ist ja das konzentriert, mhm. weil du weißt, du hast ja diesen Zugang, also so einen Piekser da drin und dann kommt er mit dem Zeug und du weißt, der drückt das jetzt da rein und du kannst selbst wenn du dir super Mühe gibst, wirst du nicht länger als 15 20 Sekunden hier durchhalten. Und es und in Erwartung von diesem schönen Gefühl einfach so ausgeknipst zu sein und zu schlafen, was ich ja eh schon gut finde, das finde ich irgendwie eine tolle Vorfreude. Zu wissen, das passiert jetzt. Aber könnte man unter so einer Vollnarkose auch einfach so eine große Wartung, also eine Inspektion einfach machen, dass sie dann, weißt du, dass so verschiedene Service. Ärzte-Teams rankommen und die prüfen alle Stände im Körper, die gucken da hinten rein, die gucken vorne rein, ja. die schneiden da was raus, hier nochmal. Einmal alles, meinst du? Genau, aber weißt du, wäre das nicht irgendwie cool für Leute wie uns, Schmidt, dass sie dann machen, die einmal alles, die holen so einen Zahn hinten mit der Zange dann... Äh, sie haben jetzt hinterher sagen, was sie alles gemacht haben. Genau. So, wir haben hier am Arschloch haben wir das draus geschnitten, hier den Weißhalst da Vorne. Frisur haben wir noch mal schön geschnitten vorne, das sah ja nicht so, so, aus. so geschminkt aufwacht. Ja. Was, wie, so, wie von so ja. einem äh, Leichenpräparat. Ja, da haben wir noch die Haut ausgereinigt und äh, Feuchtigkeitscreme aufgetragen. So richtig denkst ja und jetzt kann mal wieder ein halbes Jahr, habe ich jetzt Ruhe praktisch. Das fand ich einen sehr guten Satz bei äh, einer Kritik zu Hart aber fair von unserem Kollegen Louis Klamroth. Ja. Und da war ja Erstaunlicherweise in allen Politressorts ein Hauptthema, was er für eine Frisur trägt. Weil er nicht mehr die Haare nach hinten gekielt ge ge hat, sondern er hat jetzt so Löckchen da. Das so, ja, so ja, die frech. Stirn rein. Ne? Ja, ein, bisschen für, ein bisschen frech. Ein bisschen frech. Das war der Elevator-Look. Ja, absolut, Klar. absolut. Ähm, und dann stand im Spiegel der Satz: der generalüberholte Klamroth. <laughs> Fand ich sehr gut. Das ist aber das, eine Generalüberholung. Ja, das meinst ja, du. Eine eigentlich. Überholung. Sehr ja. gut. Das Oder eine bei Uhren sagt man Revision. Ja. Ne? Da, die, da wird, da wird so ein, so ein leicht krummer Zeiger wird gegen den glänzenden noch mal ja, Autos nennt man das da aus, einmal alles, Inspektion, ja. ja. Motorrevision. Dass man einfach alles einmal ja, ausbaut, wieder genau. einbaut. Und wäre das nicht eine medizinische Sensation, wenn man eben völlig plemplem plem in der Rübe? Die machen da einmal alles durch. Und dann wacht man auf und fühlt sich top. Ja, dass man einfach so drei Tage gehalten wird in dem Ding, dass ja. wir auch in Ruhe alles machen die können. Ja, die ganze ganz in Ruhe. Ganz, zum, ganz, en in Ruhe. ganz ja. zum Ende kommt noch der Friseur. Ja. Genau. Ja. Maßschneider. Weißt du, es ist auch unangenehm, wenn man mal so einen Maßanzug macht, da ja, so zu stehen, kennt's. zuppel, zuppel, ne? Ne, ich sag nur, was alles sein könnte. Klar, ist was super alles sein nervig, könnte. Immer, jede Woche da zum Maßschneider. Ich sag nur, ne? was alles sein könnte. Also ich würde mir noch so einen Typen dann engagieren, der am Ende noch so Spraytan macht. Auch gut, ja klar. Alles, was stört. Hautkrebs-Screening ja. dabei noch, ne? könnte man nicht auch noch so eine so eine, so eine, so ähm, so eine Kontraktionsweste äh, noch machen, dass das nur noch so Muskel trainiert werden das wäre auch top ja ey vielleicht bieten wir das an ich mache das erst wenn es von Apple gibt nee ich mache ein Startup ganz normal da sind auch, alles ja. so 20-Jährige, die bieten das an genau ja, die haben dann so einmal Geld wie man immer bei Startups sagt eingesammelt ja von Maschmeyer und Co und äh, dann gehen wir zur Höhle der Löwen mhm. dann holen wir uns irgendeinen der bereit ist das zu machen Mitarbeiter oder so und äh, den, den würden wir dann. richtigen da Arzt brauchst du noch. Ja. Habe ich. <lacht> ja. <lacht> so ein ne? Ja. Der ja. da, im Kuhstall ja. kommt. Ne? So ein ich. Ja. Ey, ich und sage, das wäre so ein gigantischer Hit. Das wäre wirklich gut, die Echt? komplette Generalüberholung. Ja. Und deswegen, ich wollte euch nur eigentlich, das war eigentlich meine Frage, weil ich so drauf gekommen bin, dass ich gar nicht so richtig weiß. Bei dir weiß ich so ein bisschen. Du bist nämlich so ein Rauszögerer mit Medikamenten. Ja. Ähm, nee, aber wobei, ich habe ja jetzt die besten Blutwerte meines Lebens. Habe ich ja schon angegeben bei euch. Ja, aber das wollte ich ja gar nicht wissen. Aus dem Reiz jetzt Thomas nicht mit deinen ja, Blutwerten. Ja. So, ich will was ganz anderes wissen. Ich wollte einfach wissen, dass, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt Kopfauer habt oder Bauchi, mhm. was macht ihr dann? Also seid ihr dann welche, die dann so sagen, ah, vielleicht muss ich einfach bloß mal pupsen, jetzt warte ich nochmal zwei Stunden. Oder, äh, <laughs> oder nehmt ihr dann direkt was? Hast du oder, gedacht, als du Zahnwehr hattest, ich muss vielleicht bloß mal pupsen? <lacht> ja, habe ich eine Woche probiert. Hat gar nichts gebracht. Ja. Ja. Wurde immer nur schlimmer. Der Schmidt ist der Zöger da lang, ne? Bist du jemand, der so Gib mir eine e Mir geht es schlecht. Es ist einfach wahr. Wir reden hier Und über 20 Medikamente, Minuten Thomas. das geht wirklich, das ist wie die Apotheken -Rutschall. Ja, aber das ist doch interessant für die Zuhörer. Nein, das ist für Männer ab 40 interessant, gebe ich zu. Ne? Ja. Aber ansonsten interessiert das keiner. Aber du Schwein. bist doch Männer ab 40. Jetzt ja, aber das ist doch interessant. Also, ich wollte ja wissen, so, ob ich dann zum Arzt renne oder. Nein, ob ich möchte wissen, wir wollen, hau, nein, nein, wir wollen wissen, was du, wir wollen dich kennenlernen, Alter. Ja, ihr kennt Und mich. Nee, klar ist, das ist auch gelogen. Wir ich ihn ja. Stimmt überhaupt? Nicht. Ich habe manchmal... Ich will ihn nicht kennen, ich kenne ihn nicht. Ja. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Ich habe manchmal schreibe ich mir Sachen auf, wo ich dann denke, anhand dieser Fragestellung, wenn ja. ich euch zum Beispiel irgendwann vor ein paar Monaten gefragt habe, was denkt ihr über Sternzeichen? Und anhand eurer Antwort kann man sich ein genaueres Bild von euch zeichnen als jemand von außen. Und ich will jetzt, ich weiß das ja zum Beispiel über euch. Ich will jetzt aber so, wissen, -hmm. was seid ihr für welche? Seid ihr so äh, an bestimmten alltäglichen Sachen, die jeder kennt? Hätte Und ich die Chance, dich noch zu überraschen? Äh, ja. ja, 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 wirklich. Ich bin auch nicht. Bin ich, ich, auch weiß, ich weiß ne, vor allem Ich weiß. Äh, Bist du denn bereit, Schmitti nochmal umzuparken im Kopf? Schmitti ist so, dass er die Gänge des Lebens immer ausfährt. Aber wenn der Gang, wenn er praktisch auf 8.000 bis 9.000 hochgedreht ist, ja. dann schaltet er in den nächsten Gang und dann kommt was Neues. Richtig. Und dann ist es immer überraschend und es ist eigentlich immer ein besseres Update vom Schmidti davor. Deswegen freue ich mich immer, wenn es heißt, heute Nacht wird's draufgeladen. <lacht> <lacht> Schmidt OS 17.3. Ja, ja. Also so, was waren die Feststellungen, jetzt jetzt? damit das ein Ende Ja, hat. ob du... <lacht> <lacht> ob ich Pillen Man nehme oder was. Ja, ob, ja. Du, ob du einer bist, der gerne... Medikamente nimmt, ob du sagst, Schulmedizin, jawohl, bin ich dabei. Natürlich. Oder, ja? Ja, siehst du, allein diese aus der Pistole geschossene Antwort verrät den Zuhörern und Zuhörern dies und das über dich. Bist du, weil er zum Beispiel ist gar nicht so. Er Hörst sagt, immer, er sagt immer, die Ibu, das kann ich noch nicht nehmen. Ich Nein, muss ich, jetzt erstmal acht immer, Stunden Kopfschmerzen ja, haben. Ich warte so lange, bis es nicht mehr geht, bis ich dann so eine Schmerztablette nehme. Das versuche ich schon. Ja, Aber damit warum? ich die nicht so oft nehmen muss. Warum? Deswegen. Warum? Weil ich glaube, es hat was damit zu tun, dass mein Vater Arzt war und da wächst man leider in so einem Pragmatismus auf. Also, das heißt, man sagt, oh, ich habe so Fieber, da hat er gesagt, zeig her, ja, kannst du nicht schulen. Tschüss. Und das ist halt, ne, da wird so pragmatisch gesehen. Und während andere da noch so rumgewimmern und auch, Mensch, so arm, das war, einfach. hat er geguckt, der hey, ist Scharlach, ja, heute kannst du wirklich nicht. Hier, nimm das. Ja. So, das war pragmatisch. Aber der war doch eher so, hier, nimm das. Nee, 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 nur wenn es wirklich nötig war. Ja. Sonst musste man halt sich so rumquälen. Das ist aber auch, also es gibt ja. auch andere Ärzte. Ja, es gibt so und solche. Ja, und mit so einem Arztausweis kriegt man doch alles. Ja, eigentlich schon. Aber ja. hat er gesagt, nee, ist jetzt noch nicht, der, der, der geht noch ein bisschen. Also ja. Das ist bei mir genauso. Also meine Mutter ist auch immer so: stell dich nicht so an. Genau. Los geht's. geht's. brauchst jetzt kein Tablett. <laughs> so. Aber ja. ich habe dann irgendwann, ähm, ich sag mal. Als ich in dem Gang war, wo man so die Sauphase hatte, ne? Mhm. Stichwort Rosis und so. Und hier Gang 3. Ja, Gang 3. Ja. Lange her. Ähm, da habe ich dann irgendwann die Vorteile von so einer Kopfschmerztablette. Und da habe ich es aber auch übertrieben. Weil da hast du quasi immer so den, äh, den Wodka mit einer Tablette abgewechselt, schon im Club. Ah. Ja. Und ähm, da habe ich mir gedacht, oh. das ist nicht gut. Ne? Nee, nee, das auch ist nicht. das ist Typische zum Einschlafen nochmal eine Ibu, ne? Ja, und ja, ja. dann, wenn man aufwacht, nochmal eine nach. Und. Jetzt bin ich in dem Gang 4 wahrscheinlich, wo ich dann, ähm, also ich versuche es arg zu reduzieren und nur im äußersten Not. Also, wenn Kopfschmerzen ri star richtig stark sind, dann ohne Gewissensbisse rein. Ansonsten lasse ich es auch. Hm. Okay. Überraschend ja, oder was? Nö, aber nö, ich finde, ich, ich finde ne? normal. Aber ich finde, manchmal muss man ja auch so normale Sachen besprechen. Dafür haben wir ja hier Zeit. Ja. Und jeder, der sich das anhört, ja offenbar auch. Und. Äh, das ist interessant, um solche Kleinigkeiten des doch ja schon sehr gut äh, ausgeleuchteten äh, Charakters, da muss man auch mal in die Ecken leuchten. Das verspricht jetzt nicht immer eine Sensation, aber man lernt jemanden eben kennen. Ich habe euch ja jetzt auch kennengelernt, ich denke auch nicht jedes Mal, boah, was ein Wunderwerk der Menschheit, sondern ich sehe euch und, und jeden Tag kriege ich so, ob ich es nun... Auf der ersten Wahrnehmungsebene habe oder nicht, aber ich kriege immer so ein bisschen mehr Informationen und da setzt sich eben irgendwann das tausendteile Puzzle Thomas oder, oder Jakob zusammen und dann ist doch interessant, oder? Wenn ja, man so Freunde ist, ist. Ja, klar, aber kannst du mich auch abends mal anrufen? Ja, dann du erzähl gehst ja eh nicht das. ran. Du das gehst nie ans Telefon. Dich ja, braucht man nicht ja. anrufen. Abends anrufen. Willst du mich verarschen? <laughs> abends anrufen. Ich rufe dich abends, da schreibe ich vorher eine ne, 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 Nachricht, schreibe Notfall, drei Ausrufe zeigen und rufe dann noch viermal an und beim fünften Mal sagst du, was ist. <laughs> So, <laughs> ähm, das mal die normalen Sachen, wie ihr es beschreibt. Jetzt kommen wir mal zu den unnormalen. Aha. Und da habe ich so eine aus. Also, ich habe hier vor mir das, das Pad mit den ganzen Bumpern, die ich abfahren kann. Ich weiß gar nicht, ich, kann man die gleichzeitig drücken? Das weiß ich nicht. Ich drück, weil da passen so viele jetzt auf die Rubrik. Also ich drück jetzt mal. Drück ähm, doch alle, die passen. Das geht gleichzeitig, oder? Das Perfekt! Nicht schlecht. Lassen Sie das und das hat mich bewegt. Ja. Beides in einem. Und ist es ist auch, jetzt hättest du da mal eine wirklich interessante Frage, wie war, wie war der Bumper? <laughs> weil ja, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Ah, ja. Kommt auch noch dazu. Geil, ey, das Geil. Da habe ich richtig Bock auf Ibiza. Mega geil. Ja. Geiler Hit. Krass. Du bist nicht so euphorisiert, was da jetzt ja. klar. Du guckst nee. ganz traurig. Ich, hab, ich muss dir wirklich sagen, ich habe, ich, ich will es nicht von Anfang an, aber ich habe unfassbare Zahnschmerzen. Wirklich? <laughs> ja, und ich muss gleich das zum Zahnarzt. Hat man ihm gerade richtig angesehen. war wie so eine Wehe, ne? Ich, bin heute, ich bin heute Morgen um fünf aufgewacht, weil ich äh, Zahnschmerzen oh, hatte Mensch. und bin, äh, wie sagt man, durch die Wohnung gehühnert. Ja. Und habe irgendwie äh, eine Tablette genommen und gewartet, äh, aktiv darauf gewartet, bis sie wirkt. Oh, Mensch. Ja, und es ist Kacke und ich muss gleich zum Zahnarzt. Und muss sagen, mach das weg. Ja so egal aber ich bin trotzdem irgendwie gut drauf und ich freue mich dass ich wenigstens hier bei euch sein kann ja. es waren ja Weihnachtsferien ne mhm. und ähm, die waren top habe ich berichtet ne? ja, ja, also wirklich du ganz einen ganz Urlaub, toll ne? also wirklich ganz toll mhm. es gab den kleinen Zwischenfall mit dem Flugzeug <laughs> und es gab noch einen Zwischenfall ähm, den habe ich ehrlicherweise so unter den Palmen habe ich den verdrängt da habe ich gedacht so das ist Quatsch weg damit das ist Müll von letztem Jahr, das ist alles, das muss ein Missverständnis sein, klärst du auf, wenn du wieder zurück bist. Mhm. Jetzt, jetzt gab es aber weitere, ich nenne es mal noch, Anzeichen. Ich muss, also pass auf, ich mach's kurz. Ich habe in den Weihnachtsferien durch meine Informanten ähm, was zugespielt bekommen. Und mhm. zwar ist das ein Foto mhm. von Glashäufer Umlauf. Es mhm. mhm. kann nicht sein. Ähm, der wie so ein richtiger Depp <laughs> sich ein Loch im Eis gegraben hat mhm. und dann da Eisbaden gegangen ist. Mhm. Also so mit dem Oberkörper, so ist er in der Eissuppe drin. Reden denn. wir von Luft, Luft, Glass Luft, Luft, Luft Glas. Aber ich war ja. auch mit dem Unterkörper drin, sonst kriegt man keine Luft, ne? Ja. Dann dachte ich so, äh, vielleicht reingefallen, dumm. Nee, das gelaufen, kann ja gar nicht sein. Fahren, und so. kann nicht sein, ne? <laughs> so. Weil er war ja beim Duell um die Welt hatte er das ja als Aufgabe er sollte in ein Eisloch rein durch, äh, durchtauen, am anderen aus äh, Eisloch wieder raus und da warst du ja glaube ich nicht so gut eine Sekunde oder so warst du drin ne das hat nicht gut wie, wie viele Sekunden etwa anderthalb keine Ahnung wie so ein Pinguin bin ich da wieder raus das war rein raus Luft Luft Feierabend und man für kennt alle, das ne? doch wenn so Pinguine <laughs> auf so eine Eisscholle springen <laughs> ja so war das oder wie was hast du es dann noch mal versucht nein da seid nach Hause gefahren wieder ne also nach Deutschland wieder ja, aus das war Feierabend fürs Team, Catering wurde abgebaut, genau. das war's. Krankenwagen wieder nach Hause gefahren. <laughs> ja, aber deswegen kann das ja, nicht wir sein. reden vom selben Glas. Ja, das muss eine, Verwe muss eine Verwechslung also. sein. Also. Und dann ist bei Joko, der ist ja auch empfänglich, sage ich mal, für, für Neuerungen in seinem Leben. Und immer wenn dann so Silvester bimmelt, ne, dann gibt's da auch was Neues. Und er hat sich jetzt auch noch ausgedacht, dass er jetzt auch noch ein Eisbader ist. Wer hätte das gedacht? Und dann schreibt er halt irgendwie, äh, macht er auch ein Foto. Er war da Eisbaden, es war eine Erleuchtung, er ist ein ganz anderer Typ jetzt. Mhm. Und von wem? Also, dann muss ich im Podcast von Joko und Sophie Passmann ja, hören, Maul nicht halten kann. dass du ihn sofort angeschrieben hast, hast geschrieben, du auch mega geil, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> ist das dein fucking Ernst? Du bist jetzt ein Eisbader, oder was? Ja, ich hab das. Also. Du warst am anderen Ende der Welt, sonst hätte ich mich das ja gar nicht Kann getraut. Kann ich gar nicht aus den Augen lassen. Du warst irgendwo da schön da bei die reichen Leute. Ja, ja. Jetzt gestehe hier aber bitte vollumfänglich, umfänglich, Klasse, weil du bist nicht nur Eisbader, du bist richtig auf Stoff, was das anbelangt. <laughs> was? Du willst auch andere damit anstecken. Ich bin Missionar. Ja. Ich, äh Ey, wirklich, aber es ist wirklich, wenn die katholische Kirche <laughs> so missioniert, wie du Leute mit Eisbaden ansteckst, dann wäre wirklich die, die nein, halbe das, Welt... Das ist, das ist, das ist grundsätzlich... Mehr ja, als ich weiß nicht, ob es ein Problem ist sozusagen, aber das, das ist, ist ein eine, Problem. Nein, nein, das ja. Aber die, meine, meine, meine grundsätzliche Sache ist, wenn ich von irgendwas, egal was, ja. egal was, wenn ich von irgendwas irgendwie begeistert bin eine Zeit lang, dann kann ich nicht anders als, ich möchte andere Leute dann anderen Leuten das erzählen, weil ich dann so, ich möchte meine Freude teilen, ich möchte dann sagen, dass das was Gutes ist und ich möchte meinen Freunden halt den Tipp geben, ja. auch irgendwas Schönes zu machen, was ich gerade ja. für mich entdeckt habe. Eine gute Eigenschaft. Die, ist, ja, aber es sorgt auch dafür, dass ich in einer gewissen Zeit ein Thema habe, <laughs> über das ich sehr lange und sehr viel rede und auch ähm, nicht immer darauf warte, bis einer gefragt hat. Das kommt vor. Kann sein. Bei dem Thema war ich ein bisschen zurückhaltender, weil ich weiß, wie Teile meines Freundeskreises, Schmidt. auf mein ähm, Hobby <laughs> reagieren. Er ist ein Typ, er mag Wasser. Du bist ja wirklich, du bist ja wahrscheinlich der größte Badefreund, den ich habe. Das ist korrekt, ja. Du liegst so gerne im Pool <lacht> und <lacht> trinkst Dosenbier ja. wie kein anderer. Ja. Acht Stunden, das ist eine richtige Wasserratte. Ja, der hat richtig bisser Schwimm heute hat zwischen den, ja. zwischen den Händen. Und. Ähm, Wirklich, ne? Du liegst da ja, so. Ja, ja, aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Nee, aber deswegen, du bist ja eigentlich ein Wasserfreund. Aber wenn das Wasser eine gewisse Kälte erreicht, mhm. dann ähm, magst du nicht, wenn man darin badet. Und das ist, äh, und, und, und ich habe mich auch davon mal anstecken lassen, von deinem von deinem Hass, weil es so leicht war. Ach so, deswegen ist das in Finnland passiert. Nee, in ich Finnland, von mir anstecken lassen. Das heißt, in Finnland war mir das einfach zu kalt. Ja. Da war ich noch nicht, da war ich nicht gut trainiert. Ah ja. Also es war voll Der Mindset so, hat nicht gestimmt. Ja, so jetzt hier Blabla. Ja. Bla. Soll ich jetzt mal erzählen, wie das angefangen hat? Aber wollen wir es noch mal einblenden, wie das in Finnland war. Das kennt doch jeder. Das kennt jeder. Ja, Luft, Luft. Luft, Luft. Das Beste war, als du dann Joko anrufen musstest. <laughs> naja ja. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Das <laughs> ja. ist einer der Matze, die ich mir gerne ankommt Siehst du, und wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätten wir das doch längst vergessen. ja Und, äh, und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß bis heute nicht, wie man das hinkriegt, äh, unter Wasser so lange zu tauchen und so. Janine hat es dann ja geschafft, ja äh, bis mir bis heute in Rede. Samstag neue Folge, Duell um die Welt. Genau. Sensationell, wirklich sensationell. Alle Einspieler der Hammer. Ja. Bitte schauen. Das stimmt. Wer ist dabei? Ja, Heiselbrücker, Mittermeier... Und wirklich sensationelle Aufgaben. Ja, das muss man wirklich sagen. Äh, manchmal, weil ProSieben ja hier und da auch mal gerne mal eine Wiederholung einblendet ins, Pro, ins aktuelle Programm. Am Samstag frisch. Am Samstag frisch und am Sonntag, wer steht mir die Show? Mit? Mit ähm, Sarah Connor, Lena Meyer Landrut, einer Wildcard-Gewinnerin, ähm, äh, Joko und und, und ich mache auch mit. Von Las Vegas. So, das ist das. Ich weiß, nicht, wo waren wir im eisbaden. mit einem Eisbaden? Wie ist denn der Stand da jetzt? Nein, eine, eine Zwischenfrage noch. Wir haben schon mal uns eine ganze Sendung angebrüllt und ich glaube, ich musste auch den Raum verlassen vor Wut wegen dieser Eisbaden. -Nummer. Da wollte ich mal Eisbaden. Ja, exakt. Darauf will ich hinaus. Da hast du alle verrückt gemacht. Wie ja. geil das ist. Nein, nein, rein, nein. Wie Stimmt oft warst nicht. du denn seitdem noch nein, Eisbaden? Nein, nein, wie ich, oft warst du denn Wim Hof? Ich, ich. Äh, hatte die, fand die Idee gut, Eisbahn zu gehen. Ich habe ja gar nicht Eis gehabt, Ach, weil das mir, zählt schon Weil mir ist es zu kalt. Ich wollte euch aber da, da, davon anstecken, dass wir das zusammen machen. Ich, ich gehe doch nicht den Leuten nicht auf die Eier, indem ich eine Idee gut finde. Ja, ich natürlich. finde es sehr gut, Triathlet zu sein. Also erzähle ich jetzt jedem hier, wie gut das ist, Triathlet zu sein. Willst du mich verarschen? Ich wollte, also, aber ich, hab's ja, ich hab's ja, war ja froh, dass es gestrichen war. So, dann müsste man mal, das können aber auch unsere HörerInnen machen, die könnten die Folge auch nochmal ja. so äh, durchgehen, ob da Klaas sich auch hat vielleicht ein Wort fallen lassen. Ja, über, ja Klaas hatte keinen Bock über äh, da Eis zu baden nee. damals, als ich es vorgeschlagen habe. Was ja. hat sich geändert? Ähm, eine Menge und gehört ja auch ein bisschen Charakter dazu, seine Meinung zu ändern ab und zu mal. Mhm. Ne? Und nicht immer hier so. Ich ne? möchte hier mit Glashäufer Umlauf für den Bambi einreichen. <laughs> ja. Weil er seine Meinung Charakter geändert Bambi. hat. Ja. Charakter Bambi. Und der Bambi geht an. Glashäufer Umlauf. Ähm, Ey, darfst du nach München fahren? Studio 1. An Campingtisch kriegst du einen Bambi. Ähm, es war so, ich habe in der in der Show, die jetzt ab Sonntag läuft, bei wer stimmt mir die Show? Mhm. Ja, stimmt. Da kann da ich, auch noch da kann ah. ich verraten, da kann ich verraten, damit spoilert man glaube ich nichts, dass es in einer Folge eine, 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 eine Spielrunde gab, in der das Bestandteil war. Da musste man Eisbaden und Quizfragen beantworten. Ja, das kann man einfach sagen. Das kann man sagen, man sagen ja. Ja, klar. Musste man Eisbaden und währenddessen Quizfragen beantworten. Man durfte die nur beantworten, solange man in der Tonne da drin saß. Ja. Und das habe ich wirklich nicht gut gemacht. Ich hab, äh, bin da reingestiegen und ich habe gemerkt, wie unglaublich schlecht ich darin bin. Dazu muss man aber sagen, dass wir ja das auch im Winter aufgenommen haben. Es war draußen schweinekalt und die Tonnen waren wirklich, die waren ultra krass eisig. Ja, das war also einfach Das kalt. war also richtig krass. Ja, aber die anderen zwei. Ähm, ja, die haben es sehr gut gemacht. Die haben das halt sehr, sehr gut gemacht. Das stimmt wohl. Die anderen drei oder zwei, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben die das super gut gemacht und ich war der Einzige, der das äh, nicht gut hingekriegt hat. Und es hat mich richtig verrückt gemacht und genervt. Und das habe ich so mit mir rumgetragen und wusste gar nicht, dass mich das so stört. Und dann war mir so vor Weihnachten, habe ich Weihnachten eine Zeit vor Weihnachten verbracht, so ein bisschen in der Einsamkeit. Und da war nicht so viel los. Da war mir langweilig. Und damit irgendwas so am Tag passiert, habe ich dann festgestellt, ach, um die Ecke ist so ein See. Und ich dachte, damit man so eine Art Tagesaktivität hat, habe ich gesagt, ich hätte mir jetzt Zeit. Ich könnte das ja trainieren. Andere Leute können das ja auch. Ich könnte ja mir diese Fähigkeit aneignen, die ich hier nicht habe. Einfach so, um mal zu gucken, kann ich das, wenn ich das einfach nur übe? Weil die anderen mir dann natürlich erzählt haben, wie ich es machen muss und so. Ne? Weil ich ja bei denen gesehen habe, wie es funktioniert. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann bin ich so mit meinem Handtuch, frohen Mutes und so Badelatschen da bei minus zwei Grad, bin ich dann einfach so äh, dahin gelaufen. Und ich wusste schon auf dem Weg dahin, Jetzt gibt es keinen zurück. Das ist so wie auf dem Dreier stehen, da muss man auch darunter. Und dann habe ich das gemacht. Oh. Und das hat jeden Tag immer besser funktioniert. Und dann so an Tag drei hatte ich so das Gefühl, jetzt kann ich das. Und dann hat mir das einfach Spaß gemacht. Guilty. Es hat mir Freude gemacht. Und dann bin ich dabei geblieben. Und jetzt habe ich viel. <laughs> du bist da richtig drauf hängen du, du bist da süchtig wie von Heroin. Weil das muss <laughs> ja. irgendwie so ein Endorphin-Rausch ausdrücken. Ich, 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 so, ne? ich glaube, alle Gesundheitsaspekte oder so, die man da so, also weshalb das so einen Hype gekriegt hat, also dass man irgendwie so ich irgendwie gesünder ist, also irgendwie, da glaube ich nicht so richtig dran. Das vermute ich, dass das ein, also kann sein, weiß ich nicht, ist mir auch so ein bisschen egal, aber das ist jetzt nicht der, die treibende Kraft dahinter, sondern das ist ein interessantes Gefühl. Weißt du was auch interessant ist? Wenn man eins auf die Schnauze kriegt wenn man oder oder das oder Nein, wenn man, keine Ahnung. Man, man läuft, man fällt ins Feuer und verbrennt. Ist super interessant. Und da, da ärgert, wer, wer hm. ärgert sich denn darüber, dass man das nicht besser aushält? Ich weiß gar nicht, was, was soll das? Man Der Feuer, Körper sagt verbrennt. Ist das, ja. ein, ist das ein zulässiger Vergleich? Hm, mal drüber nachdenken. Der Körper sagt dir: Hier hast du nichts zu suchen. Du musst raus. Deswegen springst du wie ein Delfin aus dem Wasser, weil es ist einfach viel zu kalt. Und du stirbst nach fünf Minuten. Also, alles falsch. Das muss ich leider sagen. Ja, aber nach wie vielen Minuten würde mein Körper sagen, was weiß ich nicht. Ja, so klar. Nach vier nach... Minuten geht es bergab. Nach vier Minuten, ich sitze ja doch vier Minuten drin. Ja, der Arzt bei Janine hat immer gesagt, nicht länger als vier Minuten. Ja? Ja, ja. ich sitze da so dreieinhalb, vier Minuten. Ja. Hm. Also, okay. Und dann ist einem halt danach, also danach dusche ich dann. Ja, aber so ganz warum lange. sterben Leute, wenn die so vom Bord gehen? Weil die nicht Eisbadeprofis sind? Müssen nee. wir das wirklich diskutieren? Nee, Von Frage, Bord? man sagt doch auch immer so, wenn, die, wenn man so ein eiskaltes Wasser, kriegt man so einen Schock und das war. Das Wasser. ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe. Warum man stirbt, wenn man in den kalten Ozean fällt. Oder <laughs> was? Nee, aber theoretisch, <laughs> wenn man jetzt Eisbader ist. Ja. Dann, dann, dann hält du doch da ein bisschen schnell länger nach Amerika aus. oder was? Nein, aber man, ich, ich dachte bisher immer, man kriegt ein Herzschlag und stirbt sofort. <laughs> und und das, kann auch, glaub, das kann, glaube ich, auch passieren, wenn du, ich glaube, wenn du einfach so reinfällst, du so ja. mit dem Kopf unter Wasser und so. Und, das äh, ist die Kacke, ne? Ja, dann kriegst du halt ja, nicht ja. so gut Luft. Also ich mache das ja nicht, ich gehe da so, so langsam rein und dann, äh, und dann, dann muss man. Beim Eisband ist so, das dauert so 30, 40 Sekunden, dann ist das irgendwie normal und irgendwie ist es dann nicht mehr kalt, außer an den Händen. Und die mache ich dann so über Wasser und dann sitze ich da so rum und aus irgendeinem Grund äh, ist es, setzt es so ein bisschen, es ist so eigentlich das Gefühl, was man so nach dem Sport hat, das ist ja auch so grundlos gute Laune, man weiß ja gar nicht warum, das ist also hormonell wahrscheinlich. Ähm, und das erreicht man auch mit dem Eisbahn innerhalb von drei Minuten. Wie lange muss man das trainieren? Ja gar nicht, also ich habe das ja einfach gemacht. Also, Aber wie machst du das denn, du bist ja jetzt nicht jeden Tag am See. Nee, jetzt, ja, jetzt mach ich das nicht. Aber ich war eine Zeit lang jeden Tag am See. Da habe ich das so eine Woche lang gemacht. Ähm, und dann ja immer, wenn es irgendwie so geht. Ich mache ja nicht jeden Tag jetzt. Ich mache das dann, wenn das irgendwie funktioniert. Ich bin nicht wie Gerd Boning, <laughs> sondern ich mache das halt, wenn es irgendwie geht. So, wenn ich irgendwo an einem See bin und das jetzt verbinden. Wir waren jetzt zum Beispiel in Österreich. Ja, das hast gemacht. Ja. Da, da waren wir in Zell am See. Das war wirklich sehr schön. Und da bin ich. Äh, da haben wir uns getroffen zum Frühstück um, weiß ich nicht, um glaube um halb acht oder sowas. Da warst du schon in im Zell am See. Ja, und da bin ja. ich dann morgens, das war ganz schön, da hat der Mond geschienen, da waren die Berge, schneebedeckt so wie du das liebst. Gleich ja. sagt Klass Naturerlebnis. Also eigentlich. <laughs> genau, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Damit dann Warum mich nicht, nicht? Weil du mich dann hasst. Du sagst dann immer, das ist ein einzigartiges Naturerlebnis. Ja, es ist auch ein Naturerlebnis. <lacht> das <lacht> das sagt er Aber er ja, hasst mich dafür. <laughs> da habe ich gesagt, ja guck mal, du musst ja nur vor die Tür gehen, das ist auch ein Naturerlebnis. <laughs> Stimmt überhaupt nicht. Da ich, und du badest ja auch in so einer Tonne, da ist es kein Naturerlebnis. nee in so einer Tonne bade ich ja gar nicht, habe ich ja gar nicht. Ja, aber hast du ja bald. Ja, ich, was, was hast du dir eine Tonne bestellt? So eine ne? ja. du, du bist eine dumme Sau. Baby. Wie ernsthaft? Also so eine Tonne. Wie? Ich hab so eine Tonne, ja klar. Da kommt so eine Tonne. Ja, kommt auf eine Terrasse. Da kann ich jeden Tag reingehen. Aber das, aber das Ding ist, weißt du, was mich nervt? Weißt du, was ich, was, ich, äh, was ich eigentlich daran immer blöd finde, ist, also soll ja jeder machen, wie er meint, aber ich bin jetzt nicht so scharf drauf, das jetzt zu posten. So, ich mache das so, also ich mache da jetzt doch keine. Ich würde das doch so jetzt nicht. Veröffentlichen. auf willst du hinaus? das den nächsten Bambi abstauben oder <laughs> nein ich glaube das ist das was mich daran dann so nervt dass man da so ein Ding draus macht aber man kann doch machen was man will natürlich kann man machen was alleine man will. also Im man kann das Gesetz ja aber wenn man jetzt selber für sich beschließt man findet das irgendwie interessant und man ist irgendwie also wenn ich das jetzt morgens mache zum Beispiel habe ich bessere Laune als wenn ich es nicht mache ich bin halb überzeugt ich will es eigentlich auch machen aber ich habe nur Angst also man braucht ja keine Angst haben und ich glaube halt ich glaube ich, ich, das, ist, das wisst du jetzt natürlich niemals, weil das natürlich jetzt gegen alles stünde, was, hier, was du hier aufgebaut Bro, ich hast. Ich würde es gerne mit Schmidti zusammen machen. Schmitty ist in einem Hassgefängnis, in dem er viele Sachen nicht machen kann. Und das tut mir auch manchmal leid. Und wenn du, wenn ich würde dir jetzt hier versprechen, Wo dass ich mit dir nicht Warte doch jetzt mal, jetzt halt doch mal da mal. Du funkst da immer rein und immer zündelst da so an, ey, immer was dir gerade recht ist. Jetzt nervst du Schmidti, dann nervst du wieder mich. Wie, so ein, wie so, so ein Bulli auf dem Schulhof, der einfach nur will, dass ich zwei kloppen. Aber ich ich, ich rede red da ja. jetzt gerade mit Thomas. Ja, jetzt weißt red du? ihn da rein ich, ja. würd, nein, was red, red rein. ich würde es niemandem verraten. Ich würde Stillschweigen bewahren darüber. Und ich würde einfach nur mal gerne wissen, wie du das so eine Stunde später finden würdest. Weil jeder Körper reagiert gleich. Nämlich mit so einem. Das ist halt so ein, so ein Endorphin-Ding. Und auf einmal hat man irgendwie aus irgendeinem Grund grundlos gute Laune. Das funktioniert mit jedem. Und ich würde einfach nur. Aus reinem wissenschaftlichen Interesse hätte ich gerne. Will ich mal dir, wissen, wie es dir geht damit. Ich glaube dir, das hat so eine Art natürlich ist so eine Überwindung, man ist dann stolz drauf. Nein, Und dann nein, hast nein, du nein, nein, körperlich. Du... Nein, nein, körperlich. Ich glaube, es ja, passiert durch das Heiß-Kalt. Es ist natürlich auch eine, so eine... Also du machst das ja auch weil es eine Überwindung ist. Das ist das ist doch Ja, Beispiel. ja, klar, ich, hast recht, aber nicht Weil sonst ist es ja dasselbe wie Sauna. Da fühlt sich danach auch gut, aber da musste kein nein, Geschiss das drum ist, machen. Nein, das es ist äh, ich mache ja auch kein Geschiss. Du machst ja das Geschiss drum. Ich habe es ja nicht mal einem gesagt, du Idiot. Wenn ich jetzt hier irgendwie eine neue Instagram Seite gesagt, hier Geschiss mit Eisbaden... so. Hast du so eine Gruppe mit Paul Rübke und Kai Flaume, so wo ihr euch morgens da so Hast du eine Gruppe für mit anderen Leuten, die auch gerne mal mit dem Zigaretten rauchen oder die anderen Leute beleidigen? <laughs> Hast du eine Gruppe mit Leuten, die daneben stehen und sagen, verpiss dich? Gibt's leider nicht. Ja. Aber das andere gibt's. Also, die gibt's nicht, die Gruppe. Und das ist ja auch genau. Es ist ja auch scheißegal, selbst wenn ich eine hätte. Aber wenn du mir vorwillst, dass ich Geschiss darum mache, muss ich ja leider sagen, habe ich nicht. Der Einzige, der hier Geschiss macht, bist du. Und wenn du Lust dazu hättest, ist nämlich nicht nur die Überwindung, sondern es ist ein nachvollziehbar, wenn man sich fünf Minuten Zeit nimmt, kann man ja gucken, dass alleine durch dieses sehr sehr kalt und sehr sehr warm passiert was was jetzt mit der Überwindung nichts mehr zu tun hat die Überwindung Wie ist, denn deine ist dabei? gar nicht ich atme einfach bis es nicht mehr kalt ist ich mache nicht ich mache nicht mache nicht Wim Hof oder was du jetzt gerne hören willst ich mache auch nicht so Huhuhu vorher so, ich gehe da rein und dann ist das am Anfang sehr kalt, dann hört das auf sehr kalt zu sein, dann gucke ich so rum, dann denke ich, das ist aber ein schönes Naturerlebnis, denke ich dann. Ja, ich weiß. Und das war nämlich so toll, da in diesem, äh, in diesem See da, da war das natürlich auch besser als bei meinem äh, Entenscheiße-Tümpel ja, ja, ja. da, ne? Sondern da gehst du da in so einer Treppe, kannst du da runter gehen, dann scheint der Mond über so schneebedeckte, äh, so. dann ist es so, so ein hellblauer Morgenhimmel. Äh, dann sind da wirklich nur so ein paar Enten. Überall das Licht aus in den, in den Häusern. Kein Auto fährt. Und dann schwimmt man da so rum. Das ist doch schön. <laughs> Würdest du da noch ein Foto von posten? Nee. Schade. Das war wirklich ein schönes Foto. Das kann man posten. Kann man posten, aber darum geht es ja, ja gar nicht. Okay. Ich will jetzt nicht die Leute nerven, damit, dass ich sage, ich gehe jetzt hier schwimmen. Guck mal, ich war schwimmen. Mache ich ja auch nicht. Also. Ich glaube, mir geht einfach auf also ich was genau geht dir, also ich Nein, möchte einfach nur mal wissen was mal du genau, ich, Hör mir doch mal zu. Ich höre dir doch sehr lange schon Ja, du hörst mir überhaupt nicht zu. Also, das <laughs> Wie ist er drauf. Ist, ey. Wie? Ja, klar. Jakob, bin ich bin voll drauf, ne? Ähm. Das erzählt euren Kram hier. Dir glaube ich ja sogar, du hast ja irgendeine Midlife-Crisis, du musst die Dinger jetzt durchziehen. Du ziehst sie durch, das weiß ich zu schätzen. Was bei Jakob eine ist eine unglaubliche Frechheit. Bei Jakob ist es halt viel schlimmer. Wieso? So. Ich habe es doch gar nicht gemacht. Jetzt ist er dran. Pfeife, du bist der Nächste. Kannst dich schon mal warm anziehen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich war nicht, nicht mal mit, als <laughs> Ich hab Stimmt. geschlafen Nein, Du bist aber auch irgendwie anders als Schmidt und deswegen bist du auch ein Arsch. Hm? Ja, okay, Entschuldigung, was ja. habe ich getan? Du bist nicht genauso wie Schmidt. Jetzt bist du dran. Aber ich will doch mal sagen, ich war geil. nicht Eisbaden. Ja, ich weiß. Ja. Aber du bist, äh, du bist allen Leuten zwei Monate auf den Sack gegangen, stimmt, wie geil ich Eis meine. sagen. Ne? Ich Wir haben eine Folge gemacht darüber. Ja? Weil du es so geil fandest. Das ändert dein Leben. <laughs> Und dann hast du es natürlich wieder aufgegeben. Wie jede Scheiße gibst du es immer wieder auf. Es ploppt so auf, weil es irgendwo bei Instagram stand. Dann wird das gegessen, getrunken, durchgezogen, gemindsettet und eine Woche später ist wieder vergessen. Und es geht uns nur auf den Zack. Sorry. Und mit uns meine ich normale Leute. Sorry, Dad. Oh, hör ihr doch mal auf beleidigt zu sein da. Ist der Wahnsinn. Ich habe eine neue Lieblingsfernsehsendung. Welche die wissen ist das? welche? Ich weiß ich welche. Ich weiß welche. Und da stecke ich versuche ich die Leute so mit anzustecken wie du mit dem Eisbahnklass. Es ja. handelt sich um die fantastische Sendung First Dates. Ich habe im Urlaub angefangen das jeden Abend zu gucken. Das kommt glaube ich immer 18 Uhr auf Vox. Und das ist eine traumhaft schöne Sendung, die liebe ich wie keine andere und die gucke ich jetzt auch einfach, wenn die nicht läuft online, weil die macht mich so unendlich zufrieden. Worum geht es? Es ist so: Es wurde in Köln in so einem stinkigen Studio wurde ein Restaurant reingebaut, dann ist da aus irgendwelchen Gründen äh, ähm, Sternekoch Roland Trettl, der begrüßt Paare in diesem Restaurant. Der die ist der Moderator. Einem, ja, aber auch nicht so richtig. Der ist da irgendwie einfach nur. Der begrüßt die <laughs> und der, der ist da so und dann gibt es da so ein Team von so ein bisschen zu rheinländisch charismatischen äh, Barleuten. Die hasst man alle sofort. Liebe Grüße. Und da kommen jetzt Menschen zu einem Date. Die, die, die treffen sich dort das erste Mal, die sind zusammengewürfelt, weil die an dieser Sendung teilnehmen wollen und die gehen dann in diesem in Köln da nachgebauten Restaurant, essen miteinander. Die treffen sich erst an der Bar, das ist ein guter Moment, wenn die das erste Mal aufeinandertreffen an dieser Bar, dann essen die zusammen, dann zum Schluss geht es darum, das ist das, ist das erste spannende wer bezahlt die Rechnung? Und dann ganz zum Schluss werden die nebeneinander gesetzt und so eine Interviewsituation, dann wird gefragt, ob die sich jetzt nochmal treffen wollen. Das ist erstmal das Konzept. Das ist ja erstmal ganz, ganz einfach. Mhm. Und einem genialen Geist ist aufgefallen, es gibt nur wenig im Leben, was so interessant ist, wie wenn zwei Menschen sich kennenlernen mit dem Bedürfnis, einen Partner fürs Leben zu finden. Das ist ja das Ziel, was über allem steht. Ne? Und wie finden diese Gespräche jetzt statt? Das sind die unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichste Altersgruppen. Auch in einer Folge sind immer so drei, vier, fünf Leute, die sich da treffen. Und also das, gibt, es, gibt es so einen Schlag? Nein, eben Menschheit. gar nicht. Das ist das Herrliche daran. Das sind Junge, das sind Mittelalte, das sind äh, Professoren, das sind äh, äh, ja, also unterschiedlichste Leute. Und die treffen aufeinander. Und jetzt kannst du halt beobachten, wie Gehen die das Groß, die große Aufgabe an, erstmal einander kennenzulernen? Und wenn zwei fremde Menschen aufeinandertreffen, dann ist erstmal eine unsichtbare Barriere zwischen denen. Das heißt, jetzt kann man erstmal beobachten an der Bar, wie nehmen die einander wahr, wie äh, sieht man im Gesicht des einen schon, wie der den anderen findet, sieht man da eine Sympathie. Was geben die selber rein in einen Kennenlernprozess? Auch super interessant, weil es gibt Leute, die die wollen zwar jemand kennenlernen, bringen aber überhaupt gar nicht die Offenheit mit, ein Gespräch in Gang zu bringen. Die antworten dann immer nur kurz, sagen ja, nee, 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 ja. Und das ist natürlich super interessant, wie jemand selber torpediert, jemand anders kennt. Warum gehen die da hin? Die gehen, ne, gehen da hin, weil die sagen, ich möchte gerne einen Partner. Eine Partner ja, aber das sein. können sie ja auch. Äh ja, aber ich glaube, mittlerweile äh, sind wir in der Zeit, ich glaube, so Dating-Apps gibt es jetzt seit 10, 15 Jahren, die sind irgendwie auch leergefriemelt. Äh, da, 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 da passiert nicht mehr viel. Und wer sucht Und, den Partner aus? Also, wie läuft das? das die Redaktion, die sagen wahrscheinlich, die sind etwa gleich alt, kommen so naja, aus derselben Ecke. aber sowas gibt es ja. Der eine da, sucht naja, eher einen Mopsigen, der sucht einen Dünnen, die passen dann. Zusammen. Du hast ja, das ist ja nicht, also es ist neu, dass das jetzt im Fernsehen gibt sozusagen, aber diese. Es gibt sogar schon länger die Sendung. Ich habe sie nur jetzt entdeckt, weil sie so fantastisch ist. Ja, ja, gut, aber ich sage jetzt grundsätzlich, aber die so, so kulturell jetzt neben Apps und klar läuft ja. das jetzt anders als vor 50 Jahren so, aber äh, dass man jetzt irgendwo hingeht, ich glaube, vielen Leuten, denen vielleicht das sonst schwerfallen würde, sozusagen irgendwie auf die Pirsch zu gehen und nicht genau zu wissen, wie sehen die anderen das hier, ja. sondern irgendwo hinzugehen, wo man weiß, alle, die da sind, haben irgendwie so dasselbe Ziel. Da ist schon mal die erste Hürde genommen. Äh, wenn man jetzt zu so einer äh, so, es gibt auch sowas wie dieses, so Speed Dating, da melden ja. sich dann so 50 Leute an, muss sich an den Tisch setzen. Wie, wie, ist es wie bei so einem Schachturnier, ne, wo einer gegen fünf spielt. So. Und dann wird das so ausgetauscht die ganze Zeit und alle wissen, das ist schon mal klar. Wir sind alle hier, weil wir gerne Partner eine Partnerin hätten. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, aber du gehst jetzt davon aus, dass das so sensible Leute sind und die da sich überwinden müssen. Aber mhm. dann nimmst du dich dir, da gehst du doch in eine Kneipe oder in auf ja. einen, einen Single-Club oder so. Ja. Aber, und du, du, nicht ins Fernsehen, doch nicht was Fernsehen, ja, das, das ist ja also, noch das auch, schlimmer, das Also das ja die, die Frage kann ich auch nicht so richtig beantworten. Ich glaube, vielleicht, weil die oft auch tatsächlich zueinander finden, dann sehen die das im Fernsehen, das scheint erfolgreich zu sein. Und dann muss ich mich halt überwinden, das zu machen. Ich, ich kann es ja nicht so richtig sagen. Ganz Geld. Nee, nee, gar nicht. Gibt's gibt es eine Traumreise? Nee, auch nicht. Nein, einfach nur, die, man sieht dann, ob die ein Paar werden. Und was auch wirklich interessant ist, da es gibt so einen richtigen Altersäquator, der, der verschiedene Generationen trennt. Zum Beispiel stelle ich fest, es gibt dann zum Schluss diesen. Für meine Generation, glaube ich, stelle ich mir das vor, sehr unangenehm Moment. Ich stelle mir vor, man hat sich jetzt da kennengelernt und jetzt müsste ich der Frau sagen, das, das wird nichts, mhm. das ist es nicht. Das würde mir unglaublich schwer fallen. Ich glaube, ich würde die sogar lieber heiraten, 30 Jahre und er einfach sagt, durchziehen. Wie du ne? mit deiner Brille. Ja. Genau, ich würde es durchziehen. Sagen, Komm, heirat, wir, wir ziehen es durch. Auch wenn ich überhaupt, 100%. So. Ja. Weil mir das so unangenehm ist zu sagen, Mensch, das ist es nicht. Ne? Ja. Und das ist unsere Generation. Die jüngere Generation, also zehn Jahre jünger, da merke ich als Zuschauer richtig, dass die ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Dating haben. Durch die Apps nehme ich an und das ist, äh, ich glaube, wenn man in der Dating war, dann, dann äh, datet man da irgendwie zehn Leute in einer Woche und das riecht rookie alles. Ne? Das heißt, die ganzen Dinge, eine Anbahnung bis zum Date, die Verabredung, das ist alles total durchsystematisiert und das passiert schnell und oft und oft. Das heißt also auch dieser Moment, jemandem zu sagen, das ist es nicht, haben die selber hundertmal schon allein letzte Woche erlebt. Das bedeutet, du siehst dann in diesem Interview, dass ihnen das super leicht fällt. Die sagen, manche so nett noch, sagen, du, äh, was ich, äh, Sven, du bist nett, aber ich muss sagen, also hat bei mir jetzt gar nicht Klick gemacht, also wichtig, dass es das Klick macht, mhm. weil wir nicht Klick gemacht und das ist es nicht, mach's gut, ciao. Zack, vorbei, ne? Mit einem Lächeln. Dann siehst du die ab unserer Generation und älter. Die, der merkst du richtig, die haben schon den Schweiß auf der Stirn. Ne? Die haben, die sind angespannt. Die, die Männer. Interessanterweise wollen die Männer eigentlich immer ein zweites Date und es scheitert an den Frauen. Nesteln an den Händen rum. Schwitzig. Wackeln die auf den und Stühlen. Die sitzen hin und her. nebeneinander. Sitzen nebeneinander. Gucken in die Kamera. Gut. Dann guckt der Mann immer so nach rechts zu so der Frau. So und da es geht auch um die Frage auch super gut. Wer fängt an? Und dann finde ich immer, es gibt zum Beispiel ganz oft die Situation, die Frau will nicht nochmal. Weiß man eigentlich schon. Mhm. Date war objektiv Kacke, die Frau war genervt, hat sie auch in so Interview-Bits schon gesagt. Ne? Und dann gibt es aber so richtige Arschlöcher, die lassen dann trotzdem erstmal den Mann reden. Also in dem Fall, ja, und sagen, ja, sag du mal. Und dann sagt er, ja, also ich fand's super, ich würde dich gerne nochmal sehen. Dann sagt er, nee, ich gar nicht. <lacht> <lacht> Aber du merkst. Obwohl du schon wissen, eigentlich der, der, ja, ba der ja. baut sich jetzt praktisch eigentlich nochmal so, ein, so, ein, so eine Art Erhöhung. Ja. Und die Frau weiß schon, wird sie ihn sowieso gleich runterschubsen. Ja. Und das ist herrlich, dann ist es wirklich herrlich zu beobachten, wie kommunikativ sind unterschiedliche Menschen. Mhm. Und richtig herzerwärmend und süß finde ich dann, wenn zum Beispiel zwei völlig unkommunikative Menschen trotzdem, obwohl die kaum was sagen, irgendwie empfinden die aber einen sogenannten Vibe und eine Ebene und fangen an sich total toll zu finden. Dabei wenn du aufschreiben würdest, worüber die geredet haben, <laughs> dann würdest du gar nicht verstehen, was haben die denn jetzt gefunden. <laughs> Zum Beispiel ganz gängig ist, dass die so Sachen ab, abhaken, wie von so einer Liste. Das kann man alles, was ich heute erzähle, kann man noch mal überprüfen, weil es ist in jeder Folge. Dann sagt der eine Mann so, ja und äh, hast du Hobbys? Ja, ich mache Sport. Ja, ich auch. Haben wir gemeinsam. Dann haben die so einen Haken, Sport. Ja, und, äh, gehst du Stadion? Ja, ich geh ab zum Stadion. Ja, ich VfL, ne? Oh, nee, ich bin Dorpen-Fan. Ja, aber Stadion, ne? Ja, Haken, ne? Und dann sagen die schon im Interview, ja, super, der geht ins Stadion, der macht auch Sport. Klasse. Also, versteht ihr? <laughs> es geht nicht darum, was haben wir für Ansichten? Was sind wir für Persönlichkeiten? Was macht uns traurig? Was macht uns glücklich? Ja. Es geht darum, Stadion, Sport. Ja, <laughs> Kino manchmal, ab und zu, yo. Ne? Und dann ist da im Grunde Liebe am Köcheln. Es sind aber das sind die zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt die, ähm, die dann so eher dieser Fantasie erlegen sind, bei 8 Milliarden Menschen. Das ist die eine und der eine, und jetzt ja. hat unser Schicksal hier zusammengeführt. Und da gibt es auch immer so Berichte, hab ich habe jetzt irgendwas gelesen: da hat so eine Frau ein altes Selfie von sich gefunden. Was irgendwie und, äh, und im Hintergrund steht ein Mann mit so einem Rucksack, der irgendwie so guckt. So stimmt, so, das habe ich auch gesehen. So ja, ja. Und drei Jahre später haben sie dann sich nochmal woanders getroffen und geheiratet. Ja, Wahnsinn. Und sie ne? hat so aus Versehen irgendwie ja. gesagt: Oh, guck mal da, da bist du ja auf dem Süß. Bild drauf, wo wir uns noch gar nicht kennen. So, das ist so die andere Abteilung. Ja. Irgendwie. Scheint das Schicksal uns zusammenzuführen und du bist, müsst, äh, dann gibt es ja dann so, so, äh, so, so Kalendersprüche. Du bist ja mein Seelenmensch. Seelenmensch, ne? <laughs> das ist, so, das ist, so, das ist so Das sagen die auch dann immer äh, so beim Sommerhaus der Stars und so. Ne? Ich finde das ist ja eher so die Abteilung Lebensabschnittsgefährte. Ja, ja, ne, da geht also also es ist das darum, so, ein dass man Abkommen, sagt, reicht das Abkommen, hier? Komm, Du Stadion, ja, die Stadion, aber, das reicht. Wir waren so, jetzt 40 die Jahre. Die sehen das aber in dem, die sehen das gar nicht als prak praktisch oder so, 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 so pragmatisch. Das ist einfach, die, die, die sind nicht gut im Kommunizieren und finden sich aber trotzdem über vielleicht eine unsichtbare Kraft. Vielleicht, wie die auch riechen, wie die sich wahrnehmen, wie ihre Körper Irgendwas ist da an Chemie, die unerklärlich ist, dass sie sich aber gut finden. Und du und hast nicht den süß. Eindruck, du hast nicht den Eindruck, dass die vielleicht schon so desillusioniert sind, nee, dass sie nee, denken so. Oh, nee, tatsächlich Also ich erwarte nicht. ja gar nichts mehr. Nö, solche gibt es natürlich auch, die so richtig abgezockt, dass sie da so runterspielen. es ne? auch, auch herrlich. Und sensationeller Moment ist, dann kommt diese Rechnung. Und ähm, dann Wie werden Die Rechnung die, müssen die das zahlen. Ja, aber es, die müssen wahrscheinlich, nicht, also die müssen zahlen als Element dieser Sendung ja. und die müssen auch wirklich bezahlen. Aber es ist einfach sensationell für die Sendung, weil es tatsächlich in Deutschland noch Männer gibt, die so stoffelig sind und so... Ver kalt und verkeimt, dass sie wirklich darüber Gedanken machen, ob sie jetzt die Dame oder die, die, die Frau, oder das Gegenüber einladen. Mhm. Gibt es wirklich noch? Die sagen, ja, ob ich die jetzt einlade, kann ja kann ja hier selber sein bezahlen? <laughs> so praktisch, ne? Wo du denkst, du dumme Sau, ist doch scheiße, ich habe das was, will der jetzt bezahlt halt die Rechnung 20 Euro dafür, das Schnitzel und eine Cola. Also meine Güte, ey. wie die sich entwürdigen, um das Geld zu sparen, ne? Und das sind natürlich tolle Spaß. Was macht denn der Trittel? Der der glotzt da und guckt. Der macht das Der guckt danach im Recht. Passiert der ab? Nein, aber der macht das wirklich auch nett und der hat weil er ist eigentlich Koch, aber er macht das wirklich, muss man sagen, mit einer Wärme und, und der, der spricht da mit den Leuten und er hält das irgendwie als gute Seele zusammen. Und das, das ist in Ordnung und das macht Spaß. Ja, also muss ich wirklich sagen, eine fantastische Sendung. Alles, was den Menschen zum Menschen macht, kann man da wunderbar beobachten. Und also ich werde gar nicht damit fertig, wie schön ich das finde, das anzugucken. Und zwar nicht nur zynisch, sondern einfach, weil wenn man gerne Menschen beobachtet und. Am Ende wärmt einem das ja immer das Herz, wenn die dann zusammenfinden. Aber irgendwas ja wolltest du noch erzählen? <laughs> es gab früher eine, es gab früher eine äh, Sendung mal, die lief beim MDR. Ja. Die, es war auch eine so Single-Sendung. Ja. Und die hieß Je t'aime, wer mit wem? Was? <laughs> <Und, lacht> Irgendwie Zwingerclub. Ja. Und es war auch ein bisschen die Grundstimmung da. Und das, ich kann mich erinnern, da gibt <laughs> da gibt es einen, einen Text drüber von Benjamin von stuttgart Barre. Ja. Und es ist wahnsinnig lustig. Ich, ich habe die Sendung ab und zu geguckt. Oh, die hätte ich auch gerne gesehen. Ja, das ist schön. Und weil ich habe die ganze Zeit immer ähm, selber das gedacht beim Gucken, ist mir eine Sache aufgefallen. Und durch den Text von äh, Benjamin ist mir dann äh, klar geworden, wo das Problem da liegt. Also es ist dann so, dass die ähm, waren dann immer an so einer alten Burg oder irgendwo da so an diesen Zig-Schlössern. Und dann hat der, der Moderator dann immer gesagt, wir sind jetzt hier im schönen Blablabla bla, bla und äh, heute haben wir Monika und Monika, die äh, ist so und so und die möchte auch jemanden kennenlernen. Und dann kamen so kleine Einspielfilmchen über die Leute und dann konnte man die dann da anrufen oder so, Geil. dann konnte man da sich melden und sagen, wie bei Tiere suchen ein Zuhause, ne? dass man da einfach sagen kann, die Monika die ist sehr verspielt, sehr verschmust, ja, so, braucht viel Auslauf, paar Attribute und dann ähm, habe ich mich immer selber immer gewundert, warum die alle immer gleich gucken. Die haben alle immer so, ich sage, das kann doch nicht nur daran liegen, dass das beim MDR läuft, ja. dass die alle immer so ein bisschen schief gucken. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Das, die können doch nicht nur Leute da eingeladen haben, wo man sagt, die haben so einen leichten, ist ja nicht schlimm, sondern mein Vater hatte das auch, so einen leichten Silberblick. Ja. Ne? Man immer denkt, das, wie, was ist los? Warum alle? Und jetzt aus dem Text von Benjamin ging dann hervor, dass die eine Technikerin, die hatten keinen Teleprompter, sondern die haben den Text, den die da aufsagen müssen, <laughs> mit Tesafilm an die Kamera geklebt. <lacht> <lacht> und dadurch hat was <laughs> so ein bisschen. Oh, hoffentlich gibt es das bei YouTube, soll ich mir anschauen. Ja, je oh. Warum überhaupt das Französisch? Da? Ja. Das, ja, weil französisch. das ist international. Ja. Und da, um, da gibt es viele schöne Sachen. Es gibt auch das alle, alles Gute Schwein, kennt ihr das? Nee. Das also ist auch ganz gut. Das ist, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber das alles gut ist. Also gut, du kennst das, nicht, Pfeife? Das ist alles gute Schwein. <laughs> ist so ein kleines Schwein, das kommt so von der Seite, so also ein Stoffschwein. Und das kommt so von der Seite in die Kamera rein. Das könnt ihr auch mal googeln. Und dann geht das immer zu so Geburtstagen. Tante Hertha wird irgendwie, Oma Hertha wird 85. Oh, und das nee. habe ich aber lange geguckt, die ja. Glückwunschantenne. Die Glückwunschantenne. So. Ja. Und dann, und dann, und dann ähm, äh, feiern die dann da irgendwo. Und man weiß <laughs> beim ersten Blick nicht, Geburtstag oder Beerdigung. Ja. Ist irgendein Fehler. Irgendwo einer, ähm, weil es ist von der Stimmung her und von der Besetzung ähnlich, ja. aber ähm, der, der dann doch etwas fröhlichere Kuchen verrät dann. Es ist offenbar hier noch, noch ein Geburtstag und dann kommt dieses äh, Schweinchen so von der Seite rein und macht also auch so ein, hat auch so eine Schweinchenstimme und das Schweinchen ähm, <laughs> übermittelt dann die Glückwünsche. Hallo Gertrud, <laughs> ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, Onkel Horst und die Kinder wünschen dir alles Liebe. Oh, ich so, wünsche solche eine Sendung es wieder. Und, und dann die muss wieder geben. Und dann, äh, und dann muss ja muss man sich ja vorstellen, dass irgendein Redakteur eine Redakteurin ja. neben der Kamera mit diesem Schweinchen <laughs> auf der Hand ne, mhm. so da gestanden hat ja. und dann live dieses Hallo. Ja. Das das muss, das muss ja der Mensch da gemacht haben und dann und diese ganzen Rentner sagen dann Ach hallo liebes Schweinchen da bist du ja und dann zwischendurch kommen die wieder zurück das ist eine ganze Sendung die nur um Glückwünsche ging und da konnte man äh, Fotos von seinen Liebsten einschicken ja. und die wurden dann öffentlich praktisch äh, deine Familie lieber Egon wünscht dir alles Gute zum 75. Geburtstag und man denkt sich klar es waren andere Zeiten und so ne ähm, aber ist das wirklich das beste Foto <laughs> was von dem Menschen gemacht wurde in 75 Jahren. Und, und gab es kein anderes als das in der SS-Uniform? <laughs> Nein, aber gibt es jetzt nicht irgendein ja. so ein bisschen lieblicher ist? Meist gucken die dann so gucken die so böse in die Kamera ja. und man denkt, das ist eigentlich suchen sie jemanden, aber es ist nur ein Glückwunsch von der Familie. Wichtig, übrigens, eine Sache ist mir noch eingefallen <laughs> zum Thema Dating. Es ne? ja. gilt für alle Dating-Sendungen und bei First Date sieht man das besonders deutlich. Es gibt innerhalb von Millisekunden immer einen, von dem Paar, der ist der Dominante auf einmal, nicht vom Wesen, sondern der lässt. Gesprächsführend. Ne, auch nicht, sondern der lässt den anderen vorspielen, um eine mögliche Partnerschaft. Versteht ihr, es sind eigentlich zwei Menschen, die suchen beide eine Partnerschaft, die kennen sich nicht, beide kommen mit demselben Impetus dahin. Treffen sich und wollen einander kennenlernen, mit ah. der Frage stellen, ob sie eine Partnerschaft eingehen. Aber innerhalb von Sekunden, in, bei jedem Paar, gibt es den, der auf einmal wie so ein Hofnar vorspielt und den anderen, der ihn so kommen lässt und sagt: Ja, mal gucken und mal schauen. Ne? Egal, das ist auch völlig unterschiedlich, ob das der Mann oder die Frau ist, immer wieder wird neu gewürfelt, aber es ist immer dieselbe Date-Dynamik. Aber werden da auch mal Dates abgebrochen mittendrin? Ja, gibt's auch. Dann sagen die, eiskalt, das ist nichts. Stehen auch Ja, gibt's. Aber ja. äh, es wäre doch interessant, mal nachzuvollziehen, ob diese innerhalb von ich glaube schon. Ne? einer, der wird so Ross und Reiter verhandelt. Ne? Genau, aber es so. hat nichts mit Dominanz nein, nein, nein. zu tun. Ne? Nein, 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 nein. Aber ja. trotzdem, ja, was heißt Dominanz? Aber es gibt schon praktisch Rollen sozusagen, die ja. du schon in diesem ersten Gespräch nach drei Sekunden hat, ja. weil da so die gewisse Energie oder so Charaktere aufeinandertreffen, wo vollkommen klar ist, wer macht hier was. Und es wäre doch interessant, zehn Jahre später, falls sie dann zusammenkommen, ja, mal zu gucken, ja. ob das so weitergeht, ja. ob wirklich man denkt ja immer so, man arbeitet an Sachen und das ist Nein, ja so das Allgemeine, ja, das liest man so in irgendwelchen Zeitschriften, ja. steht dann drin, dass man so miteinander und bla und die große Achtsamkeitsexplosion der die letzten Welt wie, Jahre. Wie, wie, das, Aber, wie das sz magazin denkt, dass die Welt wäre. Genau. genau. Aber nach drei Sekunden ist eigentlich die Messe gelesen. Da heißt <laughs> es, äh, ich lege mich schon mal hin, mach du die Küche. Ja. Wie bei uns im Podcast. Ja. Wo sind wir in zehn Jahren? Ja, wo sind wir in zehn Jahren? Ja, ja. ja wissen wir nicht genau. Das, dann wird abgerechnet. Dann, 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 dann werden wir werden in zehn Jahren die Konsequenzen aus der Gegenwart spüren. Mal gucken, wo wir in zehn Jahren sind. Aber weil du doch eben gesagt hast, dass du gerne Leute begeisterst. Ich will jetzt von euch ehrlich wissen, ob ich euch für First Dates begeistern konnte. Ja. Guckt ihr das jetzt ja. mal privat? Ja, guck für ich. mich. Guck ich, okay. Das ja. war eh immer so, also ich glaube, das hat auch so ein paar, so einige Preise abgeräumt. Ja, ich habe das aber immer ignoriert, guck, weißt du, weil ja, ich da, das ja. ist nichts für mich, das ist langweilig. Ja, aber es kommt Klack. zu einer Uhrzeit, wo wir eigentlich noch gar nicht zu Hause sind. Ja, das sind, guck ne? mal online. Ich guck's auch nur online. Ja, ne, das ist, äh, das, das finde ich auch interessant. Viele andere Sachen, muss sagen, ich war ja mal so kurz angezündet durch so von so Reality-Zeugs. Ähm. Habe ich durch den Dschungel, habe ich jetzt anderthalb Folgen geguckt. Will ich nicht mehr sehen sowas. Habe ich jetzt bin ich da interessierter. Das, das ist ist krass. Du, du sprachst vorhin von den, von den Gängen, in die man schaltet. Und ich muss zugeben, ich habe den Gang Reality ausgefahren. Ja. Echt? Ich. Hab, ich habe mich aus reiner Tradition mit Cutter wieder verabredet. Wir haben Raclette gemacht, haben die erste Folge Dschungel geguckt und danach nicht eine weitere. Es interessiert mich nicht mehr. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe es durchgeguckt, die Leute interessieren mich nicht mehr. Ich habe auch die, die Besetzung von Kampf der Reality-Stars gesehen. Ist alles dabei, was, mal, was mich früher hätte jauchzen lassen. Aber es ist, es ist zu viel. Es, interessiert, es holt mich nicht mehr ab. Ja, ich bin voll dabei. Also Dschungel war so, erste Woche habe ich noch begleitet, dann nicht mehr. Aber äh, ich kann euch auch alles erzählen. Neue Bachelor-Staffel, zwei Bachelor zum ersten Mal, könnt ihr mich alles fragen. Also ich bin da voll im Stoff wollen wir nicht mehr, ne? Fragen ja, was bleibt, mehr. <laughs> was bleibt uns denn noch? wollt das wissen. Was bleibt uns denn noch? Geh mal mit mir Eisbaden, du. Was ist was los in deinem Leben? Dann brauchst du nicht <laughs> immer bleibt, deine Eis gucken? Was <laughs> das bleibt uns? Was bleibt <laughs> uns denn noch, wenn die Bachelor da schon auch nicht mehr? Das, nee, ne, ich habe doch gleich gesagt, wie es ist. Wolltest du ja nicht Ist wissen. doch egal. Nee, das wollte aber wirklich keiner wissen. interessiert, interessiert keiner. Ich könnte dein neuer Hobbyfreund werden für Sachen, du kannst auch selber mal was vorschlagen. Ne? Ich muss ja nicht immer mit was kommen. Du hast ja auch Ideen. Bist Sag du denn aber mal, auch offen für andere Leute Hobbys? Ja. Die mitzumachen? Ja, also wenn es jetzt nicht Saufen im Fußballstadion ist, ja. Okay. Dann würde ich mitmachen. Ich wäre auch bereit dafür. Ich habe dich gefragt, eben vor der Aufnahme. Ja. Stehen wir da mit unserem lieben Freund Basti? Ja. Und es geht um, wieder mal um die Frage, ob ich mir die PlayZ5 kaufe, damit wir da FIFA zocken. Ja. Und dann sage ich, Klaas, kommst du dann zu mir bei, zocken wir Turnier? Ja. Wollte ich so, dass wir richtig mit einem Zettel schmieden? Weißt du, das schreiben wir mhm. sie so Namen drüber, zocken Turnier mit Regeln und so, ne? Ja. Richtig so persönlich vor vom TV, ne? Ja. Sag, nö. Sag ich, hey, Klaas, komm doch mal rum. Nee, ach nee, ach nee. Kann, Kann ich, ich auch vollkommen verstehen. Ich habe jetzt noch nie gegen dich gespielt, aber du hast da, glaube ich, so, 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 dir so ein Halbtalent da erwirtschaftet <laughs> bei FIFA. Stimmt. Ja. Und das willst du halt bei jeder Gelegenheit ja. ausstellen. Ja, wie Leute, die gut... Also du gehst da nur, ja. du wirst da zum ja, genau. Weil, ja, da freut er sich. Dass wie so also, Leute, weißt du, diese so, am um, diesen wie heißt du die, diese... Kicker. Kickertisch oder die so super gut Tischtennis spielen können, solche Arschlöcher. Ja, oder? aber so bist du oh. ja gar nicht. Du bist ja gar nicht das Level. Nein, ich würde also gerne mal so ein paar Streamer dir ranfahren, ja, ne, die dich da nicht. einmal in, in den ja, Boden schießen. Das ist und klar. Alles. Das ist klar. Ich, nur in meiner Altersklasse bin ja, ich ich bin so in meiner Altersklasse, ja. bei den Senioren. PlayStation-Senioren, da würde ich was reißen. Ja, aber das ist ja, solche gibt es wie beim Tischkicker, ja. gibt es <laughs> auch. Selbst in Oldenburg wusste man, wenn man jetzt morgens um fünf noch irgendwie immer noch nicht genug hatte von der, von der Nacht in Oldenburg, dann konnte man noch in Cinderella gehen. Das war so ein Puff in der Kaiserstraße. <laughs> Und da hat der Sohn vom örtlichen Puffbetreiber, der Sohn von, ich weiß gar nicht, wie der hieß, also der Sohn von Rico Fischmann. Darf man das sagen? Ja, wieso? Warum nicht? Das Der ist so, auch kein Lehrberuf, Puffbesitzer. Das, das ist ja kein Geheimnis in Oldenburg, so. dass das offenbar. Sagt jetzt, er selber, oder wie? Das steht da dran. Okay. Also Mit das ist. Das Cinderella gibt es auch nicht mehr, ist abgebrannt dann irgendwann zufällig. Ja. ja. Man, man sprach von einem warmen Abriss, aber das sind nur Gerüchte. Ja. Aber dann, man wusste immer nur, dass man, äh, wenn man jetzt noch wirklich eine absolute Niederlage im, im äh, also hier so Tischfußball ja. einfahren wollte, wenn man sich noch einmal demütigen lassen wollte, nach dem letzten Döner. Morgens um 5 Dann konnte man immer in Cinderella fahren und den Sohn von Rico Fischmann herausfordern. Und der hat zwei Leute auf der anderen Seite mit einer Hand abgezogen. Ey, ich muss euch peng, sagen: Peng, 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 10-0. Tischfußball, also diese Kicker, das ist, das hab ich schon immer gehasst. Die Leute, das sind solche Arschlöcher, die mit diesen Regeln. <laughs> der war kein so, Arsch, der so, war so, so, so draufklopfen, dann legt man da so ein Euro hin, dass man da heraus. Äh, ihr alle wirklich, da, ihr seid wirklich richtige Arschlöcher. Wenn ihr das gut könnt, boah, fickt euch ernsthaft habe ich einen richtigen Hass Leute die das so die da so zocken und dribbeln mit den Stangen und so und nicht rollern, nicht rollern. da kriege ich wirklich da kriege ich einen kalten Hass Das ja, stimmt ey. da gab's ja Das so, ist alles ich euch so Sprüche ne? sage ich jetzt hier mal einfach im Podcast ihr sollt euch was ficken Wer dreht der geht haben die dann gesagt bäh, diese Sprüche und ihr klopf klopf und du hast nicht gefordert und bäh. Kacke ist das Jetzt haben wir alle mal was was du ja, hast, bin ich jetzt sowieso ja. so ausgeflippt. Ich, auch nicht. ich find's gut, dass wir jetzt noch mal so festgelegt. Wir sind alle aus demselben Stein gehauen, ne? <laughs> So bei mir ist das Eisbahn, bei dir ja. ist Kickern, bei dir ist was hasse ich? Was? Ich, mich? <laughs> der, der, der ich ich hasse Thomas. <laughs> so, oh, nee, das, ist, nee, das ist eine komplexere Beziehung, die ich zu, zu dir habe, wo das auch ein Bestandteil sein kann. Ja, wir gehen ja. mal eisbaden. Du. Wir, ge wir, Nein, wir gehen mal in, mal in den Apple Store und kaufen was. Oder ja. bei Mediamarkt. Ich Media habe immer noch den Gutschein. Ja, hey, aber du bitte schickt jetzt, liebe Zuhörer, nicht mehr das, wo Leute so eine Brille aufhaben und was die damit erleben. Oh, das interessiert eine mich wirklich gar nicht. Nein, dieses Bild da im ah, uh, in der U-Bahn. Ja, ich muss noch eine Sache machen: Mein Instagram-Account ist nicht mehr zu benutzen, weil ich habe letzte Woche habe gesagt, ich äh, würde auf Nachfrage die Peter Maffei-Geschichte noch erzählen. Ja, ja. Ja. Ich habe wirklich in der Geschichte dieses Podcasts noch nie so viele Nachrichten bekommen mhm. wie dazu. Äh, ich dachte wirklich, da kommen zwei so, äh, die da irgendwo hinterm Stein leben ja, und sagen: Ja, wie war das noch mit Peter Maffei? Nee, 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 nee. Da gibt es Leute, die haben alle Folgen schon zweimal gehört und haben gesagt: Ich kann mich an nichts erinnern. Möchtest du zum Abschluss diesen Witz Nein, 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 pass dich? auf. Wir verlassen den Raum. Und du, und das, du erzählst sie ja dann kriegst du keine Zuschrift Das mache ja. ich. Ich, wär, genau, ich will aber vorher noch mal was erzählen. Weil ich will den auch nicht mehr, weil ich habe den bestimmt ja. in meinem Leben 400 Mal gehört. Ja. Ja. Er geht schon mal einen Kaffee trinken. Ist ja. auch in Ordnung. Es hat mir auch einer von sich aus Peter Maffei Gags ein, einge, <laughs> ein, eingeschickt. Ja, die waren ganz witzig, ja. Mhm. Ähm, äh, Peter Maffei hat im hohen Alter nochmal äh, ein Baby bekommen. Echt? Ja, dem Kleinen geht's gut und auch das Baby ist top drauf. So. Ach. Das ist, Sollen äh, wir jetzt gehen? Aber der möchte irgendwann mal in seinem Lieblingsblumentopf beerdigt werden. Oh. Hat der geschrieben, dass er rasch also ja. er Albern, ne? nur weil der klein ist. Irgendwas Bolzen noch. Der, er sucht ja, jetzt noch mehr so Anknüpfungspunkte <laughs> um noch mehr Peter maffay Nein, du ich, nein, ich, war ich, war nein ich wollte hier. einen Satz herausheben, den du gerade so gesagt hast. Da bist du bist schnell dann zu Apple Store Media Markt darüber gerutscht. Mhm. Ähm, aber äh, du hast äh, gerade gesagt, ich gehe mal mit dir Eisbahn. Den Satz hast du gesagt. Der Stimmt ist hier ja. gefallen. Stimmt. Und ich hätte gerne gerne wir müssen davon keine Fotos machen. wir können einfach nur darüber reden dass wir das einmal machen einmal nur einmal ich würde es auch machen dass aber wo äh, denn wo ich will nicht irgendwohin reisen nee hier bei dann. ihm an seinem Tümpel da nee das sind ja voller batterien das geht nicht nee da hat man ausschlag das würde ich auch nicht empfehlen nee. nee dann gehen dann bei mir oder egal also ich wir finden einen ort das ja, ist ja nicht okay. das problem man findet einen ort und einmal nur dass wir das einmal mal machen nur mal machen und nicht also, auf zeit spielen die bis juli ist ne ich, ich möchte nur noch mal taxieren, ne? Eisbaden im Sommer. Wir waren, wir waren Bootfahren. Ja, Dann das waren wir falsch im Springen. Du liebst Bootfahren, du liebst Boot ja. falsch Dann der Downfall, ne? Ja, töpfern, so ein Kacke. Dann waren Kacke. wir töpfern und jetzt gehen wir Eisbaden, oder was? Ja, wie der Eisbaden ist doch wieder auf der richtigen Straße, da ist was los. Nee, also ja. Wollen wir das bitte nicht einmal machen, als könnt ihr mich, das wäre ein richtiger Freundschaftsbeweis, weil ich weiß, dass du keinen Bock hast, aber du würdest es vielleicht ja mir zum Gefallen machen, dass du wie mein Freund das mit mir machst und dann mal sagst, ist es immer noch so scheiße oder geht's? Einfach so, dass wir mal was so freundesmäßiges mal machen und dann darfst du dir danach auch was aussuchen, was ich mit dir mache. Aha. Ich leg's mir mal unter das Kopfkissen. Ey, ich lege mir meinen Weisheitszahn, auch mal und das Kopfkissen. I, nee. Da kann die, die Zahnfee kann da aber mal einen Dispo-Kredit <laughs> aufnehmen. Für den, für, den, für den, Hauer, für den Brummer, für den Stoßzahn erwarte ich mir selber eine PlayStation 5. mindestens. So, jetzt verpisst euch. Ich will das erzählen mit Peter Maffei. Okay. Haut ab. Okay. Machts, Goody. Tschüss. Also es war äh, so bei dem Soundcheck von Peter Maffay. Ist ja kein Witz in dem Geschehen, ist einfach nur eine ne Geschichte, die ich also, interessant finde um zu verstehen, wie man als Bandleader, als Frontmann agieren muss im Leben. Da gibt es einen Soundcheck und Peter Maffei hat, 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 hat seine Gitarre und links und rechts sind zwei Leute, die die so mit festhalten. Und er hat diese Würde an die Gitarre dran gebunden und sitzt auf seinem Hocker und redet durch das Mikrofon und dann sagt er, was ist das für ein Geräusch? Und dann sagt der Mann am FOH Mann, äh, äh, Peter, das ist der Regen, der aufs Hallendach prasselt. Das ist mir egal. Stell das ab. Danke, Ende. A-Watch Berlin ist eine studio bummens produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt.